Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stream Team. Jetzt heute hier am dritten Tag der South by Southwest live aus Austin, Texas. Wir haben wieder mal viele, viele Sessions für euch angeschaut, wir haben diskutiert, wir haben gedebrieft, unter anderem mit unserem heutigen Gast, unserer Co-Gründerin Verena Pauster. Verena, du bist zum allerersten Mal auf der South By. Und jetzt sind Miriam und ich natürlich besonders gespannt, was ist dein allererster Eindruck von dieser weltberühmten Tech-Konferenz? Also erstmal ist es total überwältigend, hier zu sein, weil du die ganze Zeit FOMO hast. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, du sitzt in dieser Session und eigentlich gibt es noch 8 parallel. Dann rennst du zwischen diesen ganzen Hotels und Event-Locations hin und her. Und ja, also bist erstmal damit beschäftigt, dir überhaupt einen Überblick zu verschaffen. Und denkst so, vielleicht bin das nur ich. Und dann stellst du aber fest, du triffst die ganze Zeit Leute, die genauso lost sind wie du. Also das waren so meine ersten 12 Stunden, dass ich erstmal ankommen musste. Und dann lässt du dich auf das Ganze ein und verstehst, dass es gar keinen Plan haben muss. Dass du also gar nicht, so wie du erstmal so deutsch hier ankommst, ich brauche jetzt einen Plan und jetzt habe ich hier mein Schedule. Und so spätestens nach 3-4 Stunden merkst du, dass der Wert der Konferenz eigentlich ist, sich treiben zu lassen, sich inspirieren zu lassen von jemandem, der sagt, du, ich gehe gerade hier rein, komm doch mit. Und dann mal deinen Plan zu brechen. Das war sozusagen so mein erster Eindruck und mein erster Moment. Wenn du so mit vielen Konferenzen das vergleichst, auf denen du ja auch regelmäßig bist, qualitätsmäßig hast du gesagt, es ist nicht alles geil. Wie würdest du es insgesamt? Kreatives Chaos würde ich es beschreiben. Du sitzt auch in Sessions zum Teil drin und sagst, worüber redet ihr hier? Das ist entweder schon so klar oder so abstrakt, dass mir das gar nichts bringt. Also wie bei kreativem Chaos auch, hast du ja Dinge, die dann nicht so relevant sind. Aber wenn ich jetzt am Ende meiner 3 Tage hier zurückschaue, dann bleibt so viel im Kopf, wo ich so denke, diese Gedanken hätte ich sonst nicht gehabt. Ja. Diese Synthese hätte ich sonst nicht gemacht. Auch mal wieder so absichtsloses Treiben, weil nach 2 Jahren Zoom-Konferenz gehst du ja sehr stark rein in jetzt kommt dieses Thema und hier war es so ein bisschen mal wieder die Antennen auf Empfang stellen und gucken, was passiert und das merke ich, habe ich vermisst, dass du mal nicht so thematisch dich anmeldest, sondern so ein bisschen erkenntnisgetrieben schaust, was auf dich zukommt. Ich finde auch, was schön ist, dass, so ein Wort, was das ganz gut fasst, Serendipity. Ne? Total. Also man hat permanent Begegnungen mit Menschen, mit Themen, die man gar nicht gesucht hat und wo man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick weiß, was daraus jetzt kommen könnte, aber in der Aggregation dann nachher entsteht dann was, was wirklich schön sein kann und neue Gedankenwelten öffnet. Absolut. Also gestern saß ich zum Beispiel in einer Session, wir minten jetzt ein NFT. So, und wenn du mich vor ein paar Monaten gefragt hättest, was das überhaupt ist, dann hätte ich schon gedacht, keine Ahnung, kann ich auf keinen Fall die Session geben, weil mir fehlt schon das Vokabular, was eigentlich Minden genau heißt. Wie viele Frauen waren in der Session? Ich glaube so 300 auf 400. Oh, okay. Und ich war oberstolz, weil ich hatte meinen Laptop zufälligerweise mitgebracht, den hatte ich sonst die ganzen Tage gar nicht dabei. Und dann hieß es also Minute 3, jetzt bitte Laptop aufschlagen, wir minden jetzt los. Und dann merkst du so, genau was du sagst, Serendipity, dann sitzt du plötzlich mit solchen Codern in so einer Session und bist eigentlich fehl am Platz, aber gehst danach raus, hast ein Bild von dir auf die Blockchain hochgeladen, um das jetzt mal so in meiner eigenen Sprache zu sagen, und hast dein erstes NFT gemintet und denkst so, Mensch, das ist doch schon mal was ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Was für ein NFT ist das, was du gemintet hast? Wir haben einen neuen Podcast und da haben wir unsere Schuhe fotografiert. Meine pinken High Heels und Lea Kramers Turnschuhe. Und dieses Bild kann man jetzt auf der Blockchain bewundern. Super. Jetzt ist ja, wir minten. Glaube ich. Wir suchen das heute mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo man es da findet, aber ich glaube, es ist jetzt da. Jetzt ist ja so eine Session wie, wir minten jetzt ein NFT, extrem praktisch angelegt. Total. Allein beim Thema NFT und auch Blockchain gibt es ja sehr, sehr viele gesellschaftliche Themen drumherum. Mir fällt sofort beim Thema Minden ein, die Energie, die das eigentlich benötigt. Und hast du das Gefühl, dass hier diese gesamtgesellschaftliche Perspektive auch vertreten ist? Oder was war so deine, ja, auch europäische Sicht auf das ja doch sehr amerikanisch geprägte South By Festival? Also ich glaube, wenn ich zum Thema Web 3.0, Metaverse, NFT mir überlege, wie bin ich hier hingeflogen, dann mit einer sehr deutsch-europäischen Sicht aus,
das ist aber alles noch ganz schön abstrakt, das ist ganz schön nerdy, das sind doch wieder nur irgendwelche Silicon Valley, Austin, Texas Guys, die sich damit beschäftigen, und das braucht die Welt doch eigentlich nicht. Wir haben doch schon genug digitale Welten, in denen wir viel zu viel Zeit verbringen. So, und dann sitzt du da mit diesem Mindset, stellst auch die erste Frage, habe ich auch gleich gemacht, sollen unsere Kinder nicht mehr im Wald spielen, und denkst noch so cool, dass ich hier so ein Gegengewicht bin. Und wenn dann so diese Konferenz läuft, und dann war ich in insgesamt wahrscheinlich 6 Web3-Sessions, merkst du so, wenn wir uns wieder hinten auf den Rücksitz setzen bei diesem Thema, nach dem Motto, meldet euch, wenn ihr vorne im Metaverse angekommen seid, und dann gucke ich mir das auch mal an, dann sitzen wir ja schon wieder nicht im Driver Seat dieser Technologie, dieses neuen Gebildes, dieses noch sehr Abstrakten, was da kommt. Und deswegen ist so mein Take, wenn ich jetzt zurückfliege, du darfst dich nicht mit so einer europäischen Arroganz, das muss erstmal reguliert werden, das muss erstmal Hand und Fuß haben, da muss einer erstmal ein Tutorial für schreiben, an das Thema ranbewegen, sondern geh mal deine ersten Schritte, das mag noch nicht so viel Sinn machen, aber es macht ja auch sonst nicht immer alles Sinn, was wir tun. Und da bin ich so ein bisschen jetzt mehr, da nehme ich mich mehr in die Pflicht, nicht zu warten, bis dieses Metaverse irgendwann fertig ist, sondern selber einen Beitrag dazu zu leisten. Das finde ich extrem cool als Haltung, weil ich glaube, ne, sagt Bescheid, wenn ihr angekommen seid, wer ist ihr? Ne, wahrscheinlich genau die Silicon Valley Guys, die alles andere bisher im Internet auch im Wesentlichen gemacht haben, und das sollten wir nicht machen. Ich habe trotzdem ein bisschen das Gefühl, da ist ganz viel Hype in diesem ganzen Thema drin, und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wir bewegen uns gerade auf eine Richtung, dass die gesamte Gesellschaft irgendwann ein Computer Game wird und nach den Regeln eines Computer Games funktioniert, mit all den Incentives, auch den Suchtpotenzialen und all dem, was dabei eine Rolle spielt. Also ich würde es tatsächlich vielleicht ein bisschen kritischer sehen, ob wir nicht da schon einen Schritt machen, der jetzt uns von uns und wir sind mal im Wald zwischendurch ziemlich wegführt. Total, hätte ich genauso auch gedacht, und genau diese Frage habe ich gestellt in einer Session, und dann fand ich die Antwort spannend, weil die Antwort war, this is a supplement, not a substitution. Und ich glaube, wir sind da bisher dran gegangen aus, und irgendwann kommt das Metaverse und dann war es das mit dem echten Leben. Ja? Und dann ist kein Wald mehr und die Kinder hängen nur noch in ihren Gaming-Welten. Und hier wird es sehr stark gesehen aus, naja, wir verbringen ja eh schon viel Zeit auf den sozialen Medien und auf unserem Gerät, und let's make it more relevant. Und die sehen das Metaverse, also wer auch immer die jetzt sind, aber hier so der Vibe war, das Metaverse ist gar nicht noch mehr Zeit wegnehmen von deinem echten Leben, sondern mehr Relevanz in der digitalen Welt schaffen. So habe ich mir das jetzt positiv hergeleitet. Und mit dem Bild gehe ich da jetzt ran. Es ist ein Supplement, also ein zusätzliches, aber nicht ein Ersatz für das, was wir schon haben. Gab es auch so einen underwhelming Moment, also wo du wirklich hier gedacht hast, das ist jetzt entweder absoluter Hype, wirklich seltsam dargestellt, oder so habe ich mir das wirklich nicht vorgestellt? Also underwhelming war, alle reden ja gerade über diese Decentralized Autonomous Organizations, the Year of the DAO. Und du hast irgendwie das Gefühl, oh, da ist irgendwas an mir vorbeigegangen. Also das wusste ich jetzt noch nicht, dass das ganze Jahr jetzt schon unter diesem, so wie so ein chinesisches Zeichen, unter dem wir uns jetzt alle befinden. Und dann bin ich also in diese Session gegangen und dachte so, yeah, jetzt bin ich einfach am Zeitgeist mittendran angekommen, jetzt kommt's. Und dann reden halt drei Leute über völlige Utopien. Ja? Wir entscheiden jeden Morgen neu, ob wir arbeiten wollen, für wen, ob wir dafür Gehalt kriegen wollen, oder Krypto, wer die jetzt genau erfindet, wissen wir auch noch nicht. Und das tun ja manche Menschen auch heute schon. So aber es ist sehr anstrengend, finde ich. So, all das, und ich saß da drin und dachte so, alles, was ich über Führung gelernt habe, ist nicht das. Und das mag ja sein, dass das für ein paar Leute, die irgendwie eine Sinnkrise haben und deswegen jeden Tag neu definieren müssen, wer sie sind und für wen sie arbeiten wollen, jetzt eine coole Ausrede sein, dass das jetzt Zeitgeist ist. Aber da bleibe ich bei meinen hardworking ostwestfälischen Wurzeln. So ein bisschen Struktur, Leadership, wer sind wir hier, wo wollen wir hin und wer bezahlt das eigentlich alles? Brauche ich da irgendwie auch noch? Und damit saß ich da so ein bisschen, habe denen zugehört und gedacht, man muss auch nicht jeden Hype komplett von Anfang an verstehen und mitmachen. Was auch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass man schon sieht, dass vieles, was hier diskutiert wird, natürlich ein Elitenthema ist, ne? Ein Tech-Elitenthema. Das macht es nicht irrelevant. Ich finde, das ist schon super, dass man dann eben auch diese Dinge, wie du am Anfang beschrieben hast, wirklich aggregieren und zu einer neuen Idee weiterentwickeln kann, zu einer neuen Perspektive weiterentwickeln kann. Aber es betrifft tatsächlich einen Teil der Menschheit nur, und
der ist relativ klein. Ne? Und das wir haben es oft hier erlebt, auf der South By, the year of. Ich meine, ja. Man kann ja einige Streamteams noch nachgucken. Ich erinnere mich an... Was es schon so gab. Oh, ja. Die Blockchain. Blockchain haben wir definitiv schon vor Jahren hier beschrieben und angesagt. The year of virtual reality, wo wir irgendwie vor Jahren hier schon in den Brillen standen. Da hast du natürlich absolut recht. Immer diese großen, plakativen, angeblichen Voraussagen für das einmal gesamte Jahr und auch die Zukunft, finde ich schwierig. Und ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, diese Konzepte, wo du wirklich merkst, die sind so alltagsfern und wo auch die Narrativen, da haben wir gestern schon zum Metaverse ja hier auch diskutiert, wirklich einen Unterschied machen in der Zugänglichkeit. Also das war bei der künstlichen Intelligenz ja auch so. Da gab es jahrzehntelang so utopische Vorstellungen, wo halt niemand wirklich wusste, und was genau bringt diese künstliche Intelligenz bei uns im Alltag. Jetzt, in den letzten 5 bis 10 Jahren, haben wir wirklich erlebt und sehen eigentlich alltäglich, was KI im Alltag für uns alle bedeutet, weil wir ständig mit den Systemen interagieren. Aber also wie das losging, die Erzählungen und auch Vorstellungen waren ja fernab. Und trotzdem habe ich schon irgendwo, wenn ich dann das alles so sehe, diese Sessions und so, schon das Gefühl, also ich möchte da schon dabei sein. Ja. Weil das erinnert mich schon ein bisschen an 2000, wo dann plötzlich es hieß, brauche ich eigentlich noch eine Website? Ich bin doch schon 43. Oder ist das einfach so ein Thema, das muss ich jetzt nicht mehr verstehen? Mhm. Und so möchte ich halt nicht werden. Ich möchte nicht irgendwann sagen, muss ich mich jetzt hier noch so mit so NFT, Krypto, Web 3? Oder können mir das meine Kinder dann irgendwann nicht nur erklären, sondern können die das einfach machen? Das muss ich jetzt nicht mehr können. Und ich glaube, das macht es schon hier. Lass mal hungrig bleiben. Lass auch mal die Dinge, die einen erstmal so ein bisschen abstoßen oder komisch vorkommen, nicht gleich zur Seite legen. Ja. Weil das, finde ich, können wir uns ein bisschen mehr abschneiden hier von den Amerikanern. Die sind sehr frontloaded natürlich, nach dem Motto, wow, was da alles passiert. Und dann kommt erstmal lange nichts. Aber wir sind halt immer die Dudes da hinten im Raum, die irgendwie da so sitzen und sagen, das mag ich aber alles noch nicht so. Und das ist irgendwie auch nicht mein Selbstbild. Du hast ja gestern auch die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, gehört. Ja. Das ist ja vielleicht ein schöner Ansatz, nochmal zu gucken, wie ist die Perspektive, die hier auf Tech gelegt wird? Du hast sie gerade beschrieben, sehr, sehr bold, sehr frontloaded. Wie ist die europäische Perspektive? Da wirft man uns ja immer vor, Europäer sind immer auf Regulierung aus und immer anti und langsam. Ja? Wie war dein Eindruck von Vestager? Also ich finde diese Frau großartig und wenn ich ihr zuhöre, dann denke ich so, wenn das Digitalpolitik und Regulierung ist, dann her damit. Ja? Dann ist das ein Made in Europe-Moment, dass wir Dinge regulieren, die eigentlich zur Freiheit des Einzelnen führen. Und das hat sie gestern so toll gesagt, dass sie nämlich gesagt hat, wir sind nicht die Langweiler und die Überregulierer, sondern was sie fasziniert hat, ist, sie hat gesagt, wenn ich nach Amerika fahre, dann ist doch das eigentlich das Land der Individuen. Jeder Mensch zählt. Die persönliche Freiheit steht über allem. Jeder darf sein, wie er ist. Die kleinen Mom-and-Pop-Stores sollen eine Chance haben. Und dann sagt sie, wieso habt ihr nicht Privacy Law erfunden? Wieso habt ihr nicht die erste DSGVO oder GDPR gemacht? Wieso stören euch diese Tech-Konzerne, die mit ihren Monopolen eigentlich diese uncontested markets, dieses kleine kaputt machen? Warum stört euch das nicht viel mehr? Das ist doch gegen alles, was eure Gesellschaft ausmacht. Und das haben wir in Europa übrigens schon erkannt und da gehen wir jetzt für euch voran. Und dann dachte ich so, sah ich da als stolze Europäerin im Publikum und dachte, siehst du Amerika, das lösen wir jetzt mal für euch. Wie viele Amerikanerinnen und Amerikaner waren bei dem Talk? Ich würde sagen, es war 50-50. Ah, okay. Cool. Und das Tolle war, wenn du diese Frau auf der Bühne erlebst, dann kannst du einfach nur stolz sein, dass Politik eben nicht immer nur die sind, die irgendwie meilenweit hinter dem Game hin und her rennen und versuchen, das irgendwie zu greifen, sondern wie mutig, schlau ist diese Frau, mit wem legt sie sich da an? Ja. Also ich habe auch so gedacht, wenn die amerikanischen Boden betritt, gibt es hier bestimmt einige, die sagen, die soll mir mal über den Weg laufen. Wow. Und das macht sie ohne Bugwelle, ohne verbissen zu sein, sondern da sitzt einfach eine hochempathische, integre Frau und da dachte ich so, that's the future of politics. Übrigens, guter Punkt, du hast gerade gefragt, wie war denn die Aufteilung des Publikums? Das wurde gestern auch in den Kommentaren nach unserer Folge gefragt, wie sieht es denn eigentlich mit der Repräsentation hier aus von Nicht-Amerikanern oder auch Nicht-Weißen? Und da muss ich sagen, wo ich es mittlerweile immer mehr merke, dass es ein bisschen mehr divers wird, ist im Publikum, auf der Bühne, also in den Panels,
leider, sehr gute Frage von einem Zuschauer, leider eben noch überhaupt nicht divers. Das sind ganz oft dann doch Amerikaner und auch eben ganz oft sehr tech-utopische, sehr so tech-solutionist Vertreter und Vertreterinnen. Und da würde ich mir ja wünschen, ich meine, wir haben ja auch schon ein paar Mal hier auf der Bühne was gemacht, aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass eben auch nicht dann nur die Europäer noch dazukommen, sondern aus Asien, aus Afrika, aus Lateinamerika wirklich mal mehr diverse Tech-Perspektiven auch hier auf der South By gefeatured werden. Ja. Also das ist tatsächlich noch nicht sehr weit fortgeschritten, aber danke für die Frage, weil das fällt dann doch auch auf. Sollen wir zum Schluss noch Quick Questions eher im Persönlichen machen? Auf einer Skala von 0 bis 10, 0 nicht, 10 ganz doll, Gewinn an Müdigkeit über die Tage? Ich bin bei 10 plus. Ich bin so müde, ich bin so verkatert. Also gut, dass ich heute abfahre. Informationsverkatert meinst du? Ja, natürlich nur informationsverkatert. Ja. Und habe einfach so das Gefühl, es ist so viel Input und jetzt muss ich erstmal schlafen. Bester Drink? Bester Drink? Margarita. Inspiration 0 bis 10? 8. Also gehe schon zurück und habe den Kopf voll mit neuen Gedanken. Und 2 Punkte gebe ich noch nicht. Für genau was du gerade gesagt hast, bringt man noch mehr verschiedenartige Menschen zusammen, weil das inspiriert eben auch, wenn du nicht immer nur the white tech guys on stage siehst, sondern auch andere Stimmen da zu Wort kommen. Das darf man vielleicht auch mal in der Eigenwerbung sagen, machen wir bei Elda ja besser. Ja. Wir haben ein sehr diverses Line-up. Wir sind hier sehr Line-up. Divers gerade. Wir sind gerade nicht so divers. Ja. Wir sind ungefähr gar nicht divers in Hinsicht auf Müdigkeit und Informationskater und viele andere Dinge auch nicht, aber ansonsten bei unseren Community kriegen wir es hin, tatsächlich sehr divers zu sein. Und wir haben auch heute Morgen beim Spaziergang hierhin auf die South By, haben wir überlegt, ich glaube, da wäre nochmal eine Lücke, ne? Die Konferenzen noch auszubauen, weil so die Inspiration, die man von hier mitnimmt, die können wir, glaube ich, in Europa auch. Absolut. Wir freuen uns auch auf die nächste Folge von deinem Podcast mit Lea Sophie Kramer zusammen, Fast and Curious, wo du auch ja nochmal debriefen wirst. Da werde ich nochmal alles sagen, was ich gerade schon gesagt habe. Also hört zu. Ja. Wenn ihr jetzt müde wartet, könnt ihr das alles nochmal hören. Das ist doch super. Ganz Backup sozusagen. Und wir sind jetzt gespannt. Für uns ist es ja erst hier vormittags am Sonntag. Sprich, wir haben jetzt Tag 3 noch faktisch vor uns und Tag 4 und Tag 5. Es geht also noch weiter. Ja. Aber vielen Dank dir, liebe Verena, dass du jetzt auch mal beim Streamteam mit dabei warst und auch deine Eindrücke hier von der South By geteilt hast. Das Motto von Austin ist ja Keep it weird. Austin ist ja in Texas wirklich auch so ein bisschen die Anomalie, weil sehr republikanischer Staat, Austin super demokratisch, progressiv und eben kind of weird. Ich finde das immer, wenn ich hier abfahre, so leichte Inspirationen, wie du gegen so einen... Leider nicht an, aber ihr werdet sie noch oft zu Gesicht bekommen. Dann könntest du da noch mal ein NFT minten genau mit einem Foto von den Cowboy-Stiefeln. Das wäre vielleicht Eine Next Minting Session of the Cowboy Boots. Sehr schön. Also, let's keep danke, it weird. Verena. Danke, Verena. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Tag. Tschüss.